Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Webinar der IB Solution GmbH. Mein Name ist Bot, Chat Bot. Ich bin Ihr heutiger Moderator. Mein Name ist Kevin Siol. Ich bin Junior Consultant hier bei der IB Solution GmbH und bin im Bereich Digitalisierung und Innovation tätig. Ich möchte Sie am Anfang kurz darauf hinweisen, dass Sie aktuell im Zuhörermodus sind. Das heißt, Sie können nicht mit mir per Stimme kommunizieren, aber Sie haben unten den kleinen Chat. Und wenn Sie Fragen haben, die sich während dem Webinar ergeben, bitte ich Sie, diese in den Chat einzutragen. Und am Ende des Webinars werde ich dann versuchen, bestmöglich Ihre Fragen zu beantworten. So, und dann möchte ich auch direkt starten. Hier habe ich kurz den Überblick der Agenda. Das erwartet uns heute. Und genau, dann die wird auch immer wieder zwischendurch eingeblendet. Dann können Sie sehen, wo Sie sich befinden oder wo wir uns befinden gerade aktuell. Und starten möchte ich jetzt mit der aktuellen Entwicklung im Service. Hier bin ich mir relativ sicher, dass ich Ihnen jetzt nicht die großen neuen Weisheiten erklären kann, aber mir ist es wichtig, dass wir einen gemeinsamen Einstieg finden können und einfach ein gemeinsames Verständnis schaffen, um dann auch die etwas ein bisschen technischeren Dinge darauf aufzusetzen. Ich kann Sie aber beruhigen, das Webinar ist ja extra für Nicht-Techies ausgeschrieben und ich werde Sie auch nicht mit technischen Details langweilen, es sei denn, Sie möchten diese von mir wissen. Aber wir befinden uns eigentlich auf einem relativ High-Level-Modus, auf dem wir die mit dem wir die technischen Dinge betrachten. So, und dann starten wir auch gleich. Ich wollte jetzt für uns alle nochmal einen Serviceprozess zeigen, beispielhaft an einem einfachen Beschwerdemanagement. Der Serviceprozess an sich wäre natürlich aber durch beliebige andere Serviceprozesse austauschbar. Vielleicht nur kurz inhaltlich. Wie schon gesagt, Sie werden es wahrscheinlich wissen. Der Serviceprozess ist aufgeteilt in das direkte Beschwerdemanagementprozess und den indirekten Beschwerdemanagementprozess. Der direkte Beschwerdemanagementprozess läuft auf der Personalseite ab. Ganz klar, es wird eine Beschwerde stimuliert. Der Mitarbeiter aus dem Service nimmt die Beschwerde an, bearbeitet die und gibt dem Kunden eine Beschwerdereaktion zurück und versucht dann den Grund der Beschwerde oder des Kontaktierens dann zu klären. Auf der gegenüberliegenden Seite, auf der Organisationsseite, läuft zeitgleich der indirekte Beschwerdemanagementprozess ab, der nicht minder wichtig ist, denn die Beschwerden werden ausgewertet. Es kann dann ein Beschwerdemanagement-Controlling stattfinden und daraus dann bestimmte Reports oder ein Reporting gemacht werden. Das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig für Sie, da Sie dann die Möglichkeit haben, die Beschwerdeinformationen zu nutzen, um mögliche Verbesserungen in Ihren Prozessen, sei es im Service oder bei Produkten oder wie auch immer, zu implementieren und dadurch vielleicht den Kunden auch zu begeistern, obwohl es anfangs einen Missstand gab. Und da möchte ich jetzt noch, Entschuldigung, einmal weiter darauf eingehen, und zwar, wie die aktuelle Entwicklung im Service ist. Wir haben nicht nur, aber auch durch verstärkten Online-Handel, natürlich oder durch Convenience-Kunden, die gerne von zu Hause aus agieren und nicht unbedingt in Fachgeschäfte laufen wollen, eine erhöhte Serviceanfrage durch eben digitale Medien. Und da zeichnet sich ein Bild ab, dass 17% der Kunden anfangs in eine Warteschleife geraten oder grundsätzlich erstmal warten müssen. 42% der Kunden müssen zu mehreren Servicemitarbeitern oder mit mehreren Servicemitarbeitern sprechen, um eine Antwort oder auch die gewünschte Antwort zu bekommen. Und 78% der Kunden beenden ein Vertragsverhältnis oder eine Geschäftsbeziehung aufgrund von schlechten Support- und Serviceerfahrungen. Und da hat Accenture eine recht interessante Studie gemacht. Die ist zwar in Amerika, die ist jetzt nicht unbedingt übertragbar eins zu eins auf Deutschland, aber ich denke,
Man erkennt den O-Ton, nämlich 1,6 Billionen US-Dollar gehen aufgrund von schlechtem Kundendienst in den USA verloren. Und das sind eben riesige Potenziale, die verschenkt werden oder die man halt nutzen kann, um im eigenen Servicebereich Fortschritte zu machen und dem Wettbewerber auch davon zu ziehen. Und in diesem Kontext möchte ich Ihnen einmal zeigen, welche Art von Kontakt sich denn der Kunde überhaupt digital bzw. persönlich wünscht. Und naja, Winston Churchill hat einmal gesagt, traue nie einer Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Ich habe die Statistik jetzt nicht gefälscht, aber ich möchte sie dann doch für unsere Zwecke ein bisschen auslegen. Also wenn wir sagen, wir haben Kunden, die den persönlichen Kontakt in diesem Dunkelblau bevorzugen, Kunden, die in diesem mittleren Blauton keine Präferenz haben und das helle Blau den digitalen Kontakt bevorzugen oder sich wünschen, dann legen wir natürlich die Kunden mit keiner Präferenz für uns in unserem Maße aus und sagen, die zählen wir zu Leuten dazu, die sich zumindest nicht über digitalen Kontakt beschweren würden. Und klar, Beratung ist natürlich ein sehr intensives Gespräch, was man dann auch mit Servicekräften vielleicht führen muss. Da wünschen sich schon noch die Hauptzahl der Menschen oder der Kunden eben einen persönlichen Kontakt. Aber wenn wir dann schon zurückgehen Richtung Meinung äußern, sich beschweren etc., dann sind wir schon fast bei 50%, die auch mit dem digitalen Kontakt zufrieden wären. Und das soll so ein bisschen zeigen, dass vielleicht auch dieses grundsätzliche, naja, aber mein Kunde ist da anders, die wollen unbedingt persönlich mit Menschen sprechen, dass es vielleicht schon auch so ist, aber es ist auf jeden Fall eine große Akzeptanz da, auch einen digitalen Kontakt zu haben. Und ich kann das auch aus meinem eigenen Interesse sagen, also was zum Beispiel Chats angeht. Es ist natürlich sehr angenehm, weil die kann ich kurz erledigen und ich habe dann keine großen Wartezeiten oder muss nicht mich aus irgendwelchen Sachen rausreißen. Und das in Kombination mit dem Anlass des Kontakts, das zeigt dann eigentlich ein ganz schönes Bild, nämlich wir haben einen Großteil der Leute, die einfach nur den Kontakt machen, um Informationen einzuholen. Und jetzt mit dem Rückblick auf die letzte Folie. Beim Einholen von Informationen sagen 60% der Menschen, dass wir auch einen digitalen Kontakt bevorzugen würden, beziehungsweise akzeptieren würden. Und das zeigt dann schon, wie viel Kunden eigentlich man dann damit schon erreichen kann. Und wenn wir das jetzt gerade für die ersten oder für die drei größten Kontaktanlässe machen, also gut die Beratung, das hatte ich gesagt, klar, das wären nur 20%, aber auch administrative Gründe wären 80% der Kunden, die sagen, boah, einen digitalen Kontakt kann ich mir da durchaus gut vorstellen oder bevorzuge ich. Und so sollen sie einfach nochmal das Gefühl dafür kriegen, ja, es ist sehr gewünscht auch bei den Kunden und durchaus ein interessanter Punkt, den man immer bedenken sollte. Und damit hätten wir auch schon mal die aktuelle Entwicklung im Service geschafft und machen jetzt direkt weiter mit, warum ein Chatbot Ihre Serviceprozesse verbessert und für Sie auch wichtig sein kann. Wir haben jetzt schon viel anfänglich gehört und jetzt möchten wir mal auf den Chatbot zu sprechen kommen. Ja, was sind denn überhaupt die Vorteile eines Chatbots? Klar, die Erreichbarkeit, die ist 24/7 verfügbar. Der Chatbot macht keine Pause und keinen Urlaub. Es gibt keine Wartezeit, es sei denn, die Internetverbindung wäre schlecht. Das wäre dann natürlich aber nicht das Problem des Chatbots. Das sei denn, Sie sind auch der Internetprovider. Aber genau, also der Kunde kann direkt zu Ihnen Kontakt aufnehmen. Wir haben eine Skalierbarkeit von 100% für die Anforderungen und die Aufgaben, die der Chatbot übernehmen soll. Wir können direkte Problemlösungen anbieten. Und wir haben auch eben den direkten Ansprechpartner, bezogen auf diese mindestens zwei Service-Mitarbeiter, mit denen man sprechen muss. Also wir kriegen auf jeden Fall mal eine direkte Antwort. Aber dazu würde ich Ihnen dann noch gleich in der Live-Demo noch einen Ticken mehr einfach zeigen wollen. Genau, und jetzt möchte ich Ihnen mal kurz erklären, was überhaupt ein Chatbot ist, für alle Leute, die da jetzt auch noch nicht so
bewandert sind oder die sich das andere nicht so zutrauen. Also grundsätzlich kann man schon mal sagen, ein Chatbot automatisiert ein Verhalten. Genau, Chatbots oder Chatterbots, das sind Dialogsysteme mit natürlichen Sprachfähigkeiten, textueller und auditiver Art. Also ich kann mit ihm schreiben oder auch bestimmte Produkte von großen Firmen, die man zu Hause hinstellt und mit denen man sprechen kann, die hätten auch so einen Chatbot-Charakter zumindestens. Sie werden oft in Kombination mit animierten Avataren oder statischen Avataren auf Webseiten Instant-Messaging-Systemen verwendet. Ist auch logisch, es liegt in der Natur des Menschen. Man möchte einen Ansprechpartner vor Auge haben, am liebsten noch einen Namen dazu. Und dann unterhält man sich auch leichter mit ihm als mit irgendeinem kryptischen Gegenstand. Deshalb werden sie oft so dargestellt. Und sie können natürlich ihre Produkte bewerben oder ihre Dienstleistungen und erklären und sich um Anliegen und von Kunden und Interessenten kümmern. Das jetzt mal so grundsätzlich oder noch mal ganz kurz und platt gesagt, der Begriff Chatbot bezeichnet eine Maschine, die auf Anfragen in natürlicher Sprache antwortet. Und das ist genau ein wichtiger Punkt und auch in dem Zusammenhang ein neuer Punkt. Aber da komme ich auch noch mal drauf zu sprechen, wenn wir dann bei den bisschen technischeren Details sind. Jetzt möchte ich mit Ihnen ein paar Anwendungsbeispiele anschauen. Wo könnte man denn den Chatbot einsetzen? Was für Möglichkeiten haben Sie bei Ihnen im Service, einen Chatbot zu implementieren? Welche Aufgaben kann er denn bei Ihnen überhaupt übernehmen? Und da wäre zunächst einmal der Klassiker im Bereich FAQ, also Frequently Asked Questions. Das ist, wie ich es auch geschrieben habe, die einfachste Form der Wissensmultiplikation. Sie haben einfach die Möglichkeit, Ihren Kunden gezielt in diese Richtung zu stoßen. Auch hier kann ich aus eigener Erfahrung sagen, es ist nervig, wenn man auf Seiten jetzt suchen muss und man ist sich relativ sicher, zum Beispiel, dass es in FAQ steht, weil die Frage muss sich ja jeder stellen. Und dann finde ich es nicht und mit einem Chatbot kann ich den Chatbot einfach anschreiben und er gibt mir dann die Antwort oder schon direkt aus den FAQ, also er beantwortet mir die Frage direkt oder vielleicht verweist er mich auch nur drauf, dass ich es schneller finden kann. Das wären beides Möglichkeiten des Einsatzes und die das dem Kunden auf jeden Fall leichter machen bei der Navigation oder bei der Hilfesuche. Dann klassisch die Suchfunktion, die erleichtert werden kann. Der Chatbot kann Kundennummern abfragen oder vielleicht muss man sich in Ihrem System auch erst einloggen, um die Möglichkeit zu haben, mit dem Chatbot zu sprechen. Und dann gibt es schon bestimmte Hintergrundinformationen, die zum Beispiel aus einem verbundenen CRM stammen. Dann weiß der Chatbot, was für Maschinen Sie benutzen, welche Produkte Sie bei Ihnen gekauft haben, vielleicht Ansprechpartner, Kontaktdetails. Und wenn jetzt in der Suchfunktion bestimmte, vielleicht erstmal allgemeine Fragen eingegeben werden, dann kann über diese Rückkopplung mit dem CRM einfach, sind gewisse Informationen gegeben und die Antwort auf diese Frage ist vielleicht gar nicht mehr nur allgemein, sondern schon ganz speziell auf Ihren Wunsch, obwohl Sie das gar nicht erwarten konnten eigentlich. Dann grundsätzlich im Kundenservice natürlich, ich habe es schon genannt, es gibt keine Wartezeiten, es ist aber extrem ressourcenschonend. Mitarbeiter müssen weniger Kunden bedienen im Service. Das soll jetzt nicht heißen, dass jetzt ein Chatbot kommt und alle Mitarbeiter im Service auf der Straße sitzen, ganz im Gegenteil. Aber es ist einfach so wie ich es, und deshalb am Anfang auch kurz diese Einführung, wie ich es Ihnen gezeigt habe. Wenn Sie jetzt extrem viele Anfragen haben, dann haben Sie natürlich als Mitarbeiter auch nur begrenzt Zeit, sich um einzelne Kunden zu kümmern, weil Sie einfach viele Anfragen beantworten müssen. Und da ist natürlich die Erfahrung des Kunden vom Service oder im Service eventuell geschmälert, obwohl Ihr Service an sich und die Mitarbeiter wesentlich bessere Qualität in ihrer Arbeit liefern könnten. Und dann haben Sie die Möglichkeit, dass der Chatbot einfache Standardabfragen schon mal abarbeitet. Das heißt, die Menge wird geringer, die Sie bearbeiten müssen. Aber der Mitarbeiter im Service kann die Qualität sehr stark steigern seines Service-Jobs, denn
Er kann sich länger um die Kunden kümmern und er kriegt vielleicht auch nur direkt in Anführungszeichen schwerwiegendere Fälle, die mehr Aufmerksamkeit brauchen. Und dadurch ist es eine Win-Win-Situation, sowohl für den Servicebereich als auch für den Kunden. Und es soll um Gottes Willen nicht bedeuten, dass der Service-Mitarbeiter jetzt überflüssig wird. Dann kann der Chatbot im Marketingbereich eingesetzt werden. Es gibt Möglichkeiten des personalisierten oder interaktiven Marketings, auch wieder in Kombination mit dem CRM. Chatbots können dann die Sprache des Kunden eben sprechen. Sie kennen die Produkte, die gekauft wurden und vielleicht gibt es eine Anfrage in Richtung, ein bestimmtes Teil muss gewechselt werden und der Chatbot weiß dann eben, naja, wenn dieses Teil in ihrem Produkt zum Beispiel als Verschleißteil gewechselt werden muss, muss auch oft noch ein anderes Teil gewechselt werden. Und so haben Sie vielleicht noch Cross-Selling-Potenziale oder sonstige Dinge, die Sie da eben aufnehmen können und die der Chatbot auch bedienen kann. Und zu guter Letzt wäre noch die Assistenzfunktion als virtueller Helfer beim Erledigen von Aufgaben. Und da fand ich ganz schön zum Beispiel Step-by-Step-Hilfestellungen. Also ich bin aktuell noch 26, ich zähle mich noch so halb zur Generation Internet dazu. Ich weiß, dass ich viele Sachen über YouTube auch löse und mir dann so Anleitungen anschaue und dann auch immer mit Play und Pause und Play und Pause Stück für Stück mich da dran weiterarbeite oder vorarbeite. Aber das ist eben ein schöner Vorteil auch von so einem Chatbot, wenn Sie bestimmte Prozesse haben, die mit Ihrem Produkt zusammenhängen, bei denen es wirklich Anleitungen gibt, dann kann der Chatbot eben Punkt für Punkt Hinweise geben, vielleicht Tipps geben. Der Benutzer gibt nur eine Rückmeldung, okay oder passt, und dann kommt der nächste Schritt. Und auch das kann nochmal erweitert werden mit irgendwelchen Animationen oder Darstellungen, so dass es dem Kunden eben wesentlich leichter fällt und vielleicht auch gerade älteren Kunden wesentlich leichter fällt, dann diesen Arbeitsschritt selbst zu übernehmen. Und wenn wir jetzt mal die Anwendungsbeispiele so zusammen durchgesprochen haben, dann sind wir auch schon beim dritten Punkt, nämlich der Live-Demo. Und für die Live-Demo, die ich jetzt hier gleich starten werde, bei der ich jetzt einen Chatbot, den wir hier im Haus auch selber gebaut haben, werde ich Ihnen jetzt noch ein paar Punkte dazu erklären, dass es Ihnen eben leichter fällt, auch zu verstehen, was ich da tue und was da gerade passiert. Also grundsätzlich, ich werde kurz ein bisschen mit dem Chatbot kommunizieren. Natürlich klar, ihm mein Anliegen schildern, was ich habe. Der Chatbot wird mir dann verschiedene Lösungsansätze zeigen und aufweisen. Da werden auch einige von den Anwendungsbeispielen eben sein, dass Sie dann auch mal ein Bild bekommen, wie sowas aussehen kann. Und dann, weil ich da auch schon ein paar Mal von gesprochen habe, haben wir den Chatbot in ein CRM-System, nämlich in die Service Cloud von der SAP integriert. Und da zeige ich Ihnen dann auch die Auswirkungen beziehungsweise die Wechselwirkungen zwischen CRM und dem Chatbot. Aber wie gesagt, keine Angst, nicht technisch, sondern nur das Ergebnis. Für all die Leute, die in diesem Bereich wenig Erfahrung haben, noch ein paar einführende Worte zu der CRM-Lösung C4HANA von der SAP. Ganz kurz nur, es gibt verschiedene Bereiche. Also unten sehen Sie in der Wolke, dass es ein Cloud-Produkt ist, haben die C4HANA Suite. Die besteht aus verschiedenen einzelnen Clouds quasi. Und wir befinden uns hier im Bereich der Subservice Cloud. Und die ist dann eben direkt auf bestimmte Service oder auf die Ansprüche des Servicebereichs zugeschnitten mit allen Möglichkeiten, die es da gibt. Und dazu vielleicht nochmal kurz einen kleinen Blick darauf. Also es gibt einen klassischen Field-Service-Bereich. Es können eben Tickets angelegt werden, die dann da bearbeitet werden, an den Field-Service verteilt werden. Sie haben die Möglichkeit, darüber auch direkt abzurechnen. Es kann schnell das Problem analysiert und dann auch eben skaliert werden.
Sie haben jederzeit Zugriff auf relevante Informationen, wie die verfügbaren Servicekräfte, Bestellungs- oder Servicehistorie sowie Kundenprofile. Und Sie können eben die Kundenerfahrung lückenlos steuern, nachverfolgen und damit eine höhere Kundenzufriedenheit erreichen. Aber genug der warmen Worte zu Beginn. Ich möchte mit Ihnen jetzt auch direkt aufs System gehen. Dann schauen wir uns das mal an. Es kam reingeflogen. Ich hoffe, Sie sehen es alle. Wir sind jetzt im Bereich des Chatbots. Sie sehen hier das Chatbot-Fenster. Und dann würde ich auch schon direkt anfangen, mit dem Chatbot zu schreiben. Ich sage jetzt einfach mal Hallo. Und der Chatbot meldet sich und sagt mir, dass er Frank heißt und mein digitaler Assistent ist und fragt mich, wie es geht, ganz nett, und fragt eben direkt zu Beginn die Kundennummer von mir ab. Jetzt kann ich antworten. Also ich heiße Kevin, meine Kunden-ID wäre in dem Fall die 1110. Und da frage ich ihn doch auch mal, wie es ihm geht. Ja, ihm geht's gut, das ist schön. Aber ich bin ja nicht hier, um nette Worte zu wechseln. Ich habe ein Problem. So, jetzt haben wir hier kleine Darstellungsschwierigkeiten, aber da helfe ich Ihnen jetzt gleich weiter. So, es tut mir erstmal leid, dass ich so Unannehmlichkeiten hatte. Und der Frank möchte einfach von mir ein paar mehr Informationen haben. Und das wäre zum einen mal, I need personal advice, also ich brauche persönliche Beratung. I have a technical issue, ich habe ein technisches Problem oder I need further information. Ich brauche ein paar mehr Informationen. Ja, was brauche ich jetzt? Ich sage mir, ah, da stimmt irgendwas mit meinem Gerät nicht. Ich brauche erstmal mehr Informationen. So, und Sie sehen, es wird jetzt hier ein Stückchen geleitet und kontrolliert, dadurch, dass wir immer so Boxabfragen haben. Das macht die Sache dann insofern einfacher, dass Sie quasi die Touchpoints aus Ihrem Serviceprozess da auch eins zu eins abbilden können. Und dadurch den Kunden durch ihren eigenen Serviceprozess leiten können. Und es gibt halt für den Chatbot, es kann auch passieren, dass er sie mal nicht versteht. Und dann gäbe es ein Fallback. Und in diesem Fallback sagt er Ihnen ganz freundlich, das kann ich Ihnen nachher nochmal zeigen, ich habe Sie nicht verstanden, ich weiß nicht, was Sie wollen. Und dass da eben zu wenig Irritationen kommt, kann man das dann auch gut über solche Dinge lösen. Und da sind Sie auch eben geführt und fühlen sich verstanden. So, und genau, es gibt mehrere oder es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, um an weitere Informationen zu kommen. Und jetzt soll ich einfach mal auswählen, was ich denn denke. Jetzt denke ich mir, ja, dieses Gerät, was ich habe, naja, da stimmt irgendwas nicht, aber das wird wahrscheinlich nur irgendwie eine Kleinigkeit sein. Ich gucke jetzt mal in FAQ nach, sage ich das. Und das ist jetzt nur beispielhaft. Wir sind jetzt auf der Seite von der IB Solution im FAQ der Karrieremöglichkeiten, was natürlich so nicht zutreffend wäre. Aber es ist eben nur ein URL-Aufruf und in dem Fall und könnten Sie jetzt jede URL angeben, die Sie wollen, also jede Webseite. Es war jetzt nur exemplarisch, aber wir wären jetzt eben in FAQ gelandet. Jetzt sage ich, ich habe mir da jetzt die wichtigen Teile durchgelesen, aber irgendwie stimmt es jetzt nicht so ganz. Jetzt möchte ich doch mal mit jemandem sprechen. Das heißt, ich möchte detailliertere Beratung haben. So, jetzt wäre eine Möglichkeit zu sagen, wie unser Frank, dass er leider noch nicht trainiert oder die Fähigkeiten dazu hat, denn er ist ja immer noch ein Lehrling aktuell und für persönlichen Kontakt soll man seine menschlichen Freunde kontaktieren und die echten Service-Experten. Und da könnte man jetzt anrufen, da käme man hier bei der IB Solution raus. Und dann bedankt er sich und gibt die Anfrage zurück. Also das war's. Wir sind quasi am Ende.
Das ist jetzt der Einfachheit halber vom Prinzip her genau der gleiche Punkt wie I need personal advice. Das ist quasi, da schließt sich dann die Schleife wieder in dem Bereich. Würde man, wenn man diese Option wählt, auch hinkommen. So bin ich jetzt aber auch nicht zufrieden. Also muss ich dazu sagen, könnte man natürlich auch anders lösen. Es ist jetzt einfach nur ein Beispiel. Bin ich jetzt aber auch nicht zufrieden, gefällt mir auch nicht, weil ich will da jetzt keinen anrufen, in der Warteschlange versauern. Ich will jetzt erstmal wissen, mit meinem Gerät, das stinkt mir, ich frage jetzt mal die Garantie ab. So, dann kann ich hier die Garantie abfragen. Jetzt möchte Frank die Seriennummer wissen. Die Seriennummer weiß ich zufällig auswendig, ist die 111. Und die frage ich jetzt einfach mal ab. Und dann dauert es glücklicherweise ein bisschen länger. Denn jetzt kommt der Punkt. Der Chatbot ist, wie ich schon gesagt habe, an das C4-System angeschlossen. Und jetzt sagt er mir, der Service ist schon am 30.04.2015 abgelaufen. Und dass das jetzt stimmt, das zeige ich Ihnen jetzt mal kurz. Also wir sind jetzt hier im C4-System und ich bin jetzt hier im Bereich der Produkte, der registrierten Produkte, sonst hätte ich ja keine Garantieleistung. Und ich sage jetzt mal, ich möchte alle registrierten Produkte sehen. Und jetzt sind wir hier bei der 111, die habe ich eingegeben. Und wir sehen, die Garantie läuft ab am 30.04.2015. So, das hilft mir schon mal weiter, denn jetzt bleibt mir ja nichts anderes übrig, als meinem Bot zu sagen, als Frank zu sagen, ich habe ein technisches Problem. Da machen wir das mal. So, und jetzt hat der Chatbot schon die Seriennummer von meinem Produkt, der hat meine Kundennummer und jetzt möchte er den Errorcode wissen. Jetzt kann ich auf Produkt sehen, sehe, ach ja, ich war ein bisschen verträumt heute Morgen noch. Ich habe da einen Errorcode und der Errorcode ist, gucken, dass ich es auch richtig schreibe, die 0815. So, scheint wohl ein häufiger Fehler zu sein. Schlecht. Und auch jetzt dauert es wieder einen Ticken länger, aber auch das ist gut, weil wir eben die Verbindung zu unserem CRM-System herstellen. Perfekt, kam die Rückmeldung. Diese Rückmeldung kam jetzt aus dem CRM-System selber. Your service request was created successfully. Und der Frank, der bedankt sich jetzt nochmal, dass wir das Problem gemeldet haben oder den Fehler und dass eben ein neues Ticket in dem Fall erstellt wurde und jetzt meldet sich das Service-Team bei mir so schnell wie möglich. Genau das wollte ich und jetzt kann ich Ihnen auch zeigen, dass das Ganze, die Seite refreshen, dass das Ganze wirklich live passiert ist. Das sehen wir nämlich jetzt auch an der Uhrzeit. Also es war jetzt nicht irgendwie hart programmiert, sondern das hat schon so gepasst, auch mit der Garantie. Wir sind jetzt im Servicebereich, gucken uns die Tickets an und wir sehen, wir haben einen Fatal Error with Critical Damage. Natürlich schlecht. Der Kanal war Bot und die gemeldet am 4.4. um 10:28 Uhr, also vor einer Minute, das haben wir gerade gemacht. Und jetzt hätten Sie halt die Möglichkeit, im CRM das dem richtigen Servicemitarbeiter zuzuordnen. Der könnte sich wieder bei uns oder bei mir melden. Und für mich als Kunde natürlich eine sehr, sehr saubere und schöne Sache, weil ich kann mich jetzt wieder meinen eigentlichen Tätigkeiten widmen. So, und dann finde ich das natürlich toll. Dann bedanke ich mich bei unserem Frank. Er tut nur seinen Job. Und ja, dann verabschieden wir uns doch mal von ihm. Und auch hier haben wir noch mal so ein kleines Feature eingebaut, was ich persönlich für sehr, sehr wichtig und gut halte, nämlich klar erstmal den Dank, dass wir ihn benutzt haben und dass alles soweit funktioniert hat. Aber eine kleine Abfrage der Bot-Periance, also wie uns der Service-Kontakt hier gefallen hat. Und hier können wir halt von awful, von wirklich schrecklich bis arm, bis okay, bis very comfortable auswählen. Oh, jetzt hat er uns nicht geantwortet. Naja, auf jeden Fall können wir aber hier dann eben nochmal eine Abfrage starten.
im Hintergrund, wie dann jetzt grundsätzlich die Meinung zu so einem Chatbot ist, wenn wir den frisch implementiert haben. Und wenn wir jetzt natürlich nur awful Antworten bekommen, dann macht es durchaus Sinn, da auch nochmal abzufragen, wo denn jetzt genau die Probleme lagen. Wenn wir jetzt aber so wie in dem Fall alle very comfortable damit umgehen können, dann ist es natürlich eine Freude, aber man hat nochmal kurz ein Feedback, eine Rückmeldung, wie denn die eigenen Kunden damit zurechtkommen. Und genau, ich hatte Ihnen ja gesagt, es gibt so ein Fallback. Ich denke mal, das wird er nicht verstehen, weil er auf Englisch eingestellt ist. So, genau. Das passt. Also das wäre jetzt nochmal so eine Fallback-Aktion. Es kommt jetzt auch nicht irgendwie was Komisches, sondern er sagt uns halt, Frank hat uns nicht 100% verstanden, und möchte, dass wir es einfach nochmal in einer anderen Art und Weise sagen. Und genau bei diesem Punkt möchte, dass wir es auf eine andere Art und Weise sagen, wäre das das Stichwort für wie ein Chatbot funktioniert und welche Technik zugrunde liegt. Wir haben jetzt gesehen, wie so ein Chatbot, also wir haben erstmal erfahren, was so ein Chatbot in der Theorie eigentlich macht und dann, wie er in Wirklichkeit agiert. Und jetzt gucken wir uns mal kurz die Technik dahinter an, dass Sie auch verstehen, was da jetzt eigentlich gerade alles abgelaufen ist. Und damit möchte ich anfangen mit der Herleitung von KI, also der künstlichen Intelligenz. Und genau, also Intelligenz an sich ist sehr schwer zu definieren. Sie werden keine einheitliche Definition von Intelligenz finden. Aber aufgedröselt in die, also oder anders gesagt, Definitionsteile, die Sie finden werden durch die Bank immer wieder, sind eben die, ist das Intelligenz die Fähigkeit ist, Probleme zu lösen, Entscheidungen zu finden, abstrakt zu denken und aus Erfahrungen zu lernen, also reflektieren, und das können wir Menschen ja auch, deshalb sind wir auch intelligent. Und Intelligenz ist demnach die Fähigkeit, Informationen aufzunehmen, sie als Wissen abzuspeichern und dann flexibel und situationsgerecht anzuwenden. Und wenn wir gerade nochmal an unser Gespräch mit dem Frank denken, dann fällt uns auf, so ein bisschen hat der Frank das schon gemacht. Also er wusste dann, was er machen sollte, konnte das situationsgerecht passend auf unsere Anfrage eben zurückgeben. Wir sehen, es ist schon eine gewisse Form von Intelligenz bei Frank vorhanden. Und dann sind wir nämlich bei dem Thema, was ist dann KI? Also KI ist grundsätzlich erstmal ein Teilgebiet der Informatik und es soll eben intelligentes Verhalten automatisieren und es ist der Versuch, menschenähnliche Intelligenz nachzubilden. Genau das, was wir mit Frank versucht haben. Und da sollen Ziele eigenständig oder das Ziel ist eigenständiges Bearbeiten von Problemen. Und auch hier nochmal so als Schlagwort, Intelligenz beruht auf Rückkopplung, intelligente Maschinen müssen lernfähig sein. Und da kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt im Bereich KI und dann jetzt auch Chatbot, nämlich die drei Kerneigenschaften von KI-Systemen. Und ja, das traditionelle Computersystem oder von traditionellen Computersystemen. Quasi klassisch wäre traditionell, der Computer kriegt, also der wird irgendwas gecodet, er kriegt eine Ansage, einen Befehl und den Befehl führt er aus, aber der Befehl hat nichts mit dem zu tun, wie nicht ITler oder Techies einen Befehl geben würden. Das ist halt eine Programmiersprache. Und dann macht der Computer das und gibt da eine Antwort aus und dann gibt es wieder irgendjemand, also wieder irgendein Developer oder Techie, der quasi standardmäßig was wieder übersetzt und dann kann auch Normalsterbliche wie wir verstehen, was jetzt da passiert ist, vorgegangen ist. Und das ist eigentlich die Funktionsweise von einem traditionellen Computersystem. Ein KI-System oder ein Chatbot, da läuft es ein bisschen anders. Da ist ein wichtiges Stichwort, das Language Processing. Also der Chatbot kann geschriebene Texte, mündliche Sprache oder visuelle Kommunikation verarbeiten, das heißt unsere Sprache verstehen. Er denkt logisch, ist ein bisschen provokant, aber von der Art her ja. Also er kann Informationen
die zugrunde liegen und Konzepte eben verstehen und die auch umsetzen. Und dann Entscheidungen treffen und Erfahrung sammeln. Und dieses Erfahrungssammeln ist eben ganz wichtig. Nämlich, es gehört dann auch zum Lernen, wenn man Erfahrung sammeln und mit einbeziehen kann. Und das ist ein großer Unterschied. Klassisches Computersystem hat keinen Lerneffekt. Aber ein KI-System hat einen Lerneffekt und dafür braucht es eine große Datengrundlage, bei der zum Beispiel immer, umso mehr man mit einem Chatbot zum Beispiel spricht, umso mehr Möglichkeiten hat er, mich zu verstehen. Also er kennt dann mehr Wörter, mehr Begriffe, er kann mehr Kontext verstehen. Und genau, und dadurch eben besser und intelligenter werden. Und ein kleines Beispiel dafür, wie sowas funktioniert. Vielleicht können sich die ein oder anderen von Ihnen noch an das Spiel Atari Breakout erinnern. Das sind diese Klötzchen, die so übereinander gestapelt sind und unten haben Sie, wie bei diesem Spiel Ping, so einen kleinen Schläger, der links und rechts fährt und einen Ball, den man dann abschießt und den man versucht, mit dem Schläger hochzuhalten und damit diese Blöcke zu zerstören. Und Google hat auch ein KI-System, Google DeepMinds. Und das gibt es auch auf YouTube. Das können Sie sich mal anschauen, wenn Sie da interessiert sind. Ich will es Ihnen nur kurz erklären. Also erst passiert quasi so viel wie der Ball fällt runter. Wenn der Schläger da gerade ist, wo der Ball hinfällt, dann geht auch der Ball noch einmal zurück, zerschlägt eine Kachel und dann ist das Spiel aber vorbei. Nach 120 Minuten hat dieses KI-System so viel verstanden, dass es schon spielt wie ein Profi. Der Ball wird oben gehalten, bis das Level beendet ist. Und nach 240 Minuten hat das KI-System so viel gelernt, dass es verstanden hat, dass das Beste ist, quasi einen Tunnel durch die kompletten Brackets oder Kacheln zu bauen, dass dann der Ball zwischen Decke und den Kacheln hin und her titscht und sich so das Spiel von alleine löst, ohne dass der Schläger nochmal den Ball hochhalten muss. Das hat eben dieses Google DeepMinds geschafft. Also es ist zwar jetzt nur ein bestimmter Bereich, aber man sieht schon, es steckt eine gewisse Intelligenz dahinter. Und im Bereich KI muss man dann einfach unterscheiden zwischen starker und schwacher KI. Also starke KI wäre erschaffen allgemeine Intelligenz, übertrifft oder gleicht der Intelligenz des Menschen. Es sind halt die Fertigkeiten, wie wir Menschen logisches Denken, eigenständige Entscheidungen treffen, planen und lernen und die Kommunikation in natürlicher Sprache. Die schwache KI, beschäftigt sich mit konkreten Anwendungsbeispielen, also wie jetzt unser Frank, unser Chatbot oder auch gerade das Beispiel Google DeepMinds mit Atari Breakout. Der Frank kann mir in dem Kontext bei Serviceanfragen helfen, wenn ich ihn jetzt gefragt hätte, wie Schalke gestern im Pokal gespielt hat, dann hätte der Frank das auch einfach nicht gewusst. Und auch nochmal zur Sicherheit, also Sie brauchen sich da wirklich keine Gedanken machen. Ich habe mal noch kurz eine Einordnung, wo wir eigentlich gerade sind mit der KI. Wir sehen, am Anfang war die Automation, also der Punktschweißroboter, der das Auto in der Fertigung zusammenschweißt. Jetzt sind wir im Bereich schwache KI, das wäre der zweite Bereich. Da sind die aktuellen KI-Systeme angesiedelt, 2019. Das sind Service-Bots oder autonome Systeme. Der Mensch hingegen ist in starker KI angesiedelt. Genau, die Unterscheidung hatten wir ja vorhin. Und interessant ist, wenn wir Werbebeispiele sehen von KI-Systemen, die befinden sich immer noch schon hinter den Menschen im Bereich starker KI, die sind uns gleichwertig oder sogar überlegen. Und genau, und dann dahinter käme die Superintelligence. Da habe ich hier unseren Freund C3PO mal abgebildet. C3PO spricht, ich weiß es nicht genau, ich glaube 700 Ungrad Sprachen. Das kann kein Mensch. Und damit ist er uns auch überlegen. Also das wäre im Bereich der Superintelligenz, beziehungsweise Superintelligenz für die Leute, die das wirklich interessiert, bezeichnet ein Wesen oder eine Maschine mit einer dem Menschen in vielen oder allen Gebieten überlegenen Intelligenz. Genau. Und damit sind wir jetzt auch im Anbetracht der Zeit schon bei unserem letzten Agendapunkt, nämlich How to Build a Chatbot. Kriegen Sie noch mal kurz gezeigt, wie sowas abläuft, jetzt in unserem speziellen Beispiel. Wir, die IB Solution, haben den Chatbot mit Recast AI bzw. Conversational AI gebaut.
Kurz zur Information, Recast AI wurde 2014 in Paris gegründet. Die haben dann angefangen, eben so Chatbots und Chatter zu programmieren, waren 25 Leute, wurden dann 2018 durch die SAP gekauft. Dann hat die SAP das umbenannt in SAP Conversational AI und jetzt läuft es unter dem SAP-Portfolio. Und genau, also wir können dann uns mal kurz anschauen, welche Tools da bereitgestellt werden. Zum einen der Bot wird gebaut. Er wird trainiert mit den Datengrundlagen, also verschiedene, einfach, Sie müssen sich das vorstellen. Es gibt dann Dateien, da sind Millionen Kommunikationen drin, Dialoge, und die werden dem Bot quasi zum Lesen gegeben und der Bot liest sich das durch und dann merkt er sich das und versteht, es gibt ja noch dieses und jenes und dann versteht der Bot einfach mehr. Danach kann es angebunden werden, so wie wir das jetzt mit C4 zum Beispiel gemacht haben. Und abschließend gibt es dann noch das Monitoring, das Conversational AI da zur Verfügung stellt. Und gehen wir da nochmal in aller Kürze drüber. Wie gesagt, das soll nicht zu so technisch sein. Sie müssen sich vorstellen, am Anfang werden Intents definiert, wie zum Beispiel das jetzt bei mir war mit, ich brauche persönlichen Kontakt oder ich habe ein technisches Problem. Und dann das sehen Sie hier, wie das dann funktioniert. Deshalb auch diese Lernkurven. Der Bot erkennt dann, ob ein Mensch sagt, ich brauche einen Arzt, wann hat der Arzt einen Termin oder ich muss mich untersuchen lassen. Und alles kann der Chatbot dann verstehen, ach, ich brauche einen Arzt, der muss konsultiert werden, ich brauche Hilfe. Und umso mehr Lernerfahrung er hat, desto schneller kann er erkennen, was dann da Sache ist. Umso mehr Synonyme können Sie verwenden und vor allem, Sie können auch irgendwann wird der Chatbot verstehen, wenn Sie zum Beispiel ärgerlich sind oder wenn Sie sehr freundlich sind. Also diese Unterschiede in der Textung, wie Sie Ihre Anfrage formulieren, kann verstanden werden mit sehr, sehr viel Input für den Chatbot. Danach wird er eben trainiert. Das passiert bei SAP Conversational AI automatisch. Muss nichts gemacht werden. Das ist eine Logik dahinter, die trainiert ihn dann. Und dann werden Skills dahinter gelegt, dass der Bot eben versteht, wenn ich einen Arzttermin brauche, dann muss ich einen Arzt rufen. In dem Fall wäre das jetzt Tell me the time, sag mir, wie viel Uhr es ist. Der Skill wäre also als quasi Regieanweisung dann, Bot, hol dir die Zeit und schreib der Anfrage zurück, welche Zeit es denn ist. Und am Ende haben wir das Code-Backend. Auch hier nur so leicht, nur ganz oberflächlich. Wir haben den User, der kommuniziert mit dem Bot. Der Bot, der ist verbunden, da liegt auf der SAP Cloud-Plattform. Da hat dann der Developer die Möglichkeiten einzugreifen und dann besteht eben die Anwendungsmöglichkeit auf die S4-Datenbank, auf der dann zum Beispiel auch ein C4 liegt und mit dem man dann, wie wir das eben im Beispiel gemacht haben, kommunizieren kann. Auch hier nochmal ganz kurz einen Überblick. Das ist es ein bisschen schöner dargestellt als vorher, aber ich denke, das ist jedem klar. Und jetzt möchte ich Sie dazu einladen, Fragen zu stellen, wenn Sie denn welche haben. Bis Sie Ihre Fragen eingetippt haben und das gemacht haben, möchte ich Ihnen kurz nochmal die Learnings zeigen, die Sie jetzt mitnehmen. Sie haben einen Überblick über das Thema Chatbot. Sie haben die Grundlagen der Funktionsweise von Chatbots gerade erfahren. Ich habe Ihnen SAP Conversational AI kurz vorgestellt und auch, wie man in diesem speziellen Anwendungsfall einen Bot baut. Wir haben uns die Grundlagen im Bereich künstliche Intelligenz angeschaut. Wir haben konkrete Anwendungsfälle besprochen und vorgeführt in der Demo. Und das halt eben mit speziellen Lösungen der SAP. Und ich habe Ihnen versucht, auch den ein oder anderen Hinweis zur Identifikation von weiteren Anwendungsfällen in Ihrem Unternehmen versucht zu geben. Und genau, das waren die Punkte.
Dann hätte ich noch ein paar weitere Informationen für Sie. Sie finden dieses Webinar morgen auf unserer IB Solution Academy. Falls Sie sich da noch mal was anschauen wollen oder das Kollegen zeigen wollen. Und das nächste Webinar findet am 11. April statt mit dem Thema, wie Sie Ihr Service Center in ein Profit Center verwandeln. Auch die Anmeldung finden Sie wieder auf der IB Solution Academy. Und dann möchte ich doch noch die Fragen besprechen. Und da ist auch schon die erste Frage gekommen, nämlich da möchte noch mal jemand wissen, wie denn das genau mit der Datengrundlage funktioniert, dass der Chatbot das lernen kann. Also vielleicht noch mal dazu, Sie müssen sich das, ich habe das schon mal kurz angeschnitten. Sie haben da, es gibt spezielle Firmen, die haben sich zum Beispiel auf sowas spezialisiert, die bieten dann Datengrundlagen für Chatbots. Und diese Datengrundlagen, die können dann genommen werden, um mit dem Bot zu reden. Die sind dann auch anwendungsbezogen. Macht natürlich keinen Sinn, einem Service-Bot irgendwelche also Datengrundlagen für einen Sales-Bot zum Beispiel zu geben. Und dann werden die eingespielt und immer wieder findet ein automatisches Learning statt. Es wird immer wieder die Schleife gedreht und so verbessert sich der Chatbot dann Prozent um Prozent. Und auch wenn der Chatbot durch Ihre Kunden im Einsatz ist, auch da besteht natürlich dann eine Lernkurve. So ganz interessant, es gibt ein Beispiel, dass man auch regional bezogen natürlich aufpassen muss, weil wenn jetzt Daten aus, Sie sind im Bayern irgendwo und Sie kriegen Daten, die auf Hochdeutsch gepolt sind, kann sein, dass der Chatbot Sie nicht versteht. Da würde natürlich auch der Chatbot aus Ihrer Region dann eben lernen, weil da die Kunden herkommen, als Beispiel. Dann haben wir noch eine weitere Frage. Weitere Produkte hierzu am Markt, Open Source, Lizenzkosten bei der SAP. Okay, es gibt schon weitere Produkte am Markt. Es ist ein sehr verrückter Bereich, sage ich mal. Es ist noch sehr, sehr agil, sehr, sehr jung. Es sind sehr, sehr viele Startups auf dem Markt. Die Lizenzkosten bei der SAP, die kann ich Ihnen jetzt ehrlich gesagt aus dem Stegreif gar nicht nennen. Das hängt, soweit ich weiß, auch damit noch zusammen, welche Systeme Sie grundsätzlich schon am Laufen haben. Aber ich bin mir da ehrlich gesagt auch unsicher. Also da müsste man dann nochmal auf Sie zukommen. Das können wir aber machen. Das passt dann. Und ja, weitere Produkte am Markt. Also wie gesagt, es gibt da einzelne Startups, die da was machen. Aber zu diesem Recast oder Conversational AI, der wurde mittlerweile von der SAP schon an sehr, sehr große Firmen verkauft oder der läuft schon für die. Und so als kleiner Hinweis, ein sehr, sehr großer Lebensmittelhersteller aus der Schweiz, der hat es global für die ganze Unternehmensgruppe ausgerollt. Und da finden Sie zum Beispiel auf Facebook einige Messenger integrierte Chatbots, die mit Grundlage von Conversational AI laufen. Und jetzt kriege ich die Rückmeldung, es gibt keine weiteren Fragen. Dann bleibt es mir nur übrig, mich ganz herzlich für Ihre Teilnahme an diesem Webinar zu bedanken. Ich hoffe, Sie konnten einiges mitnehmen und Sie sind jetzt angefixt im Thema künstliche Intelligenz und Chatbot. Und wir als IB Solution würden uns sehr freuen, wenn wir Ihnen da nochmal weiterhelfen könnten oder wenn wir da nochmal zusammenkommen. Und ansonsten von mir persönlich vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Einen schönen Tag noch.